Herzlich willkommen auf dem Roten Hügel, Heimstadt des FC Thüringen Weida. Der ZFC Meuselwitz ist gewarnt, denn Weida kann Pokalschreck. Wie 1987, da warf Fortschritt Weida den großen ersten FC Magdeburg aus dem FDGB-Pokal. Weidas Trainer war damals ein gewisser Lutz Lindemann. Hinein in die Partie. Meuselwitz in Weiß-Rot muss wegen Sperren mit Trübenbach, Reitl und Räder auf drei Stammkräfte verzichten. Vierte Minute, ein abgefangener Ball landet bei Hansch. Sie ahnen es, er wird zurückgepfiffen, abseits. Meuselwitz dieses Jahr besonders heiß auf das Erreichen des Landespokalfinals, weil erstens Carl Zeiss Jena der Gegner wäre und zweitens die Partie auf der heimischen Glaserkuppe stattfinden wird. Elfte Minute, Kapitän Eckert spitzelt sich den Ball zurecht, legt ihn in den Strafraum und Fischer fast mit der Führung. Auf der Gegenseite Weida mit seiner ersten Aktion, Ecke und dann eine Prise Budenzauber. Fallrückzieher von Balde und Kopfballgeschoss von Dörlitz. Superreflex von Zetlak im ZFC-Tor. Einwurf für die Gäste. Hansch setzt sich auf der rechten Seite durch, kann dann flanken. Dem ersten Weider Abwehrversuch folgt der Ball in die Wolken von Kadric. Meuselwitz bleibt am Drücker. Pauling dieses Mal auf links allein. Sein Pass soll Fischer erreichen. Meinhard spitzelt den Ball gerade noch weg. Die Ecke. Hoch hineingezirkelt und dann wird es ganz bitter. Weiders Kapitän Schmidt trifft ins eigene Tor. 1:0 für die Gäste. Schmidt kurz, komplett orientierungslos. Schade für Weida. Freude für die Meuselwitzer nach 32 Minuten. Nur wenig später wieder der ZFC. Plötzlich kommt Fischer in eine tolle Abschlusssituation. Aber sein klitzekleiner JJ Okocha-Move bleibt unvollendet. Weida in der Folge nur noch hinten drin. Der ZFC mit Chance auf Chance. Eckert mit der Flanke. Dann Tänzchen von Bock. Weida bekommt das Leder nicht weg. Schätzle dafür auf den Fuß. 0:2 nach 43 Minuten. Weida macht es in dieser Phase den Gästen zu einfach. Mit 0:2 geht's so auch in die Pause. Zweite Hälfte. Weida greift nun zu originellen Mitteln. Dörlitz versucht es mal aus der eigenen Hälfte. Frech und erfolglos. Es bleibt kurios. Bürgers Schuss landet erstmal auf der Dachterrasse. Denkst du denn, als er wieder runterkommt, hat Weiders Keeper Stegemann so seine Probleme und Pauling trifft. Drin der Ball, 0:3 nach 50 Minuten. Nochmal die krumme Gurke. Weiders Keeper etwas zu klein. Der Rest ist bekannt. Meuselwitz auf dem Weg ins Thüringer Pokalfinale. Freistoß, Weida, 55. Minute. Baldes Ball landet auf dem Kopf von Dörlitz. Das umjubelte Tor für Weida. Na bitte, es geht doch. Vielleicht kann der FC nun dem ZFC noch mal auf die Pelle rücken. Denkste, die Meuselwitzer Antwort folgt 83 Sekunden später. Ecke Miatke und Kopf Eckert. Der Kapitän mit dem vierten Meuselwitzer Tor. Weida verlassen in der Folge Kräfte und Präzision. Hansch setzt sich rechts durch. Seine Flanke allein die Beute von Fischer, der den fünften Treffer für die Gäste erzielt. Das alles nach 71 Minuten. Und es kann noch deutlicher werden. Fünf Weidaer rennen drei Meuselwitzern hinterher. Der eingewechselte Schorschi auf den eingewechselten Ulrich und der mit Donnerschlag ans Gebälk. Aber das 6:1 fällt doch noch. Fischer mit seinem zweiten Tor unter Hilfe von Weides Hartmann. Und dabei bleibt es Weida gegen Meuselwitz 1:6. Wir hatten natürlich schon den Plan, so lange wie möglich das Spiel ausgeglichen zu halten. Ja. Trotzdem mutig Fußball zu spielen und nicht nur hinten reinzustellen und hier den sogenannten Bus zu parken. Sind auch mutig aufgetreten. Ich glaube, die erste Viertelstunde mit der ersten wirklich guten Chance, wo der Torhüter der auch sensationell hält, haben wir uns eigentlich gut präsentiert. Schießen das 1:0 dann selber leider. Ja, und dann kommt es ein bisschen in die Köpfe rein. Dann kommt das 2:0 hinterher zur Halbzeit. Nimmst du dann vor, trotzdem im Plan zu bleiben, nicht jetzt aus der Rolle zu fallen. Und ja, schön, dass wir trotzdem ein Tor geschossen haben. Hinten raus für uns ein bisschen schade, dass es so hoch wird.
Das hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht, einfach auch aus dem Grund der Kulisse hier. Aber ja, der Normalfall ist eingetreten und ja, jetzt gilt es wieder auf die Liga zu konzentrieren. Nächste Woche ein Derby hier gegen Gera. Anderes Gesicht zu zeigen, ja. Und Meuselwitz, die sind heiß aufs Pokalfinale gegen Jena im eigenen Stadion. Wir freuen uns auf das Spiel, wir haben Finale zu Hause. Das spielt, denke ich, eine große Rolle und wir werden uns dann darauf gut vorbereiten. Die Sensation, sie blieb aus auf dem roten Hügel von Weida. Einmal mehr hat dann doch Goliath gegen David gewonnen.